Hallo zusammen bei VW Digital. Heute zeige ich dir, wie du Malaufgaben wie diese hier schnell lösen kannst. Ist dir aufgefallen, was die Aufgaben gemeinsam haben? Schau nochmal hin. Es sind alles Aufgaben, bei denen eine einstellige mit einer zweistelligen Zahl multipliziert wird, also mal gerechnet wird. Außerdem hat der zweite Faktor, also die Zahl, mit der multipliziert wird, eine 9 an der einer Stelle. Markieren wir uns mal kurz. Wie hilft mir das jetzt, diese Aufgaben besonders schnell zu lösen? Nun, ich nutze die Tatsache, dass die zweite Zahl nah an einer Zehnerzahl liegt. Und mit dieser rechne ich dann auch. Also, anstatt 6 mal 49 rechne ich direkt 6 mal 50. Ich schreibe mir erst meine Aufgabe auf. Also 6 mal 49. Ich rechne 6 mal 50 ist 300. Und jetzt ziehe ich 6 mal 1, also 6, davon ab. Das ist 294. Warum funktioniert das? Das kann ich dir leichter erklären, wenn wir uns die Tauschaufgabe dazu anschauen. Also 49 mal 6. Das ist ja nichts anderes als 6 plus 6 plus 6 plus 6 plus 6 und das Ganze 49 mal. Wenn ich jetzt 50 mal 6 rechne, das ist ja 300, dann habe ich genau einmal die 6 zu viel. Und die muss ich dann von meinem Ergebnis wieder abziehen. Ist eben 294. Lass uns den Trick auch bei der nächsten Aufgabe einmal anwenden. Wir rechnen 5 mal 39. Und ich rechne wieder mit der Zehnerzahl. 5 mal 40 ist 200. Dann muss ich einmal 5 abziehen. Ergebnis ist also 195. Die nächste Aufgabe, 7 mal 89. Ich rechne 7 mal 90. Ist 630, ich ziehe einmal 7 ab, sind 623. Und wenn ich möchte, kann ich das Ganze auch noch kürzer schreiben. Das machen wir jetzt einmal bei 4 mal 69. Da notiere ich mir jetzt nur noch die Zwischenergebnisse. Ich rechne im Kopf 4 mal 70 sind 280 minus 4 sind 276. So, das war's schon. Wenn du diesen Trick jetzt noch üben möchtest, dann habe ich dir dazu das passende Arbeitsblatt in der Videobeschreibung verlinkt. Und wenn du etwas gelernt hast, freue ich mich über ein Abo und den Daumen nach oben. Bis zum nächsten Mal. Thank you.